Übergang zwischen der bestehenden Sauna, von Ihnen auf der rechten Seite, dort kommen die Gäste am Samstagmorgen hier rein. Sie haben endlich das oft gewünschte und vielfach geforderte Schwimmbecken mit rund 26 Grad. Hier sollten wir sind in Venedig, wir sind an einem Piazza, wir können hier Essen trinken, Cappuccino trinken. Hier ist der Flanierweg, hier werden die Gäste also dann von der bestehenden Sauna rüberkommen und können hier drin schwimmen. Das war immer ein heikles Thema. Gibt es endlich ein Schwimmbecken in den Wunschentern oder nicht? Wir versuchen es jetzt an der Stelle, in der Hoffnung, dass wenig darin schwimmen werden, damit es nicht so extrem ist, wenn hier textilfrei geschoben wird. Eine Fassade, 14 Meter hoch, voll verglast. Und später, direkt draußen, ein See im Anschluss. Mit einer Gondoliere kann man dann in den Neubau Stonehenge, also vor 6000 Jahren zum ersten Mal, vor 6 Monaten zum zweiten Mal nachgebaut, rüberpendeln.